mittlerweile Block Nummer 11. Ich hätte nie gedacht, dass da wirklich so viel Interesse ist, aber ihr schreibt und schreibt und schreibt und löchert mich und naja, weiter geht's. Ich habe da ja auch Bock drauf. Ich habe mir heute, wie ihr seht, es ist dunkel, eine Vollmondnacht ausgesucht und das hat einen ganz besonderen Grund, weil wenn ich wirklich dicke Hechte fangen möchte und das nicht wirklich dem Zufall überlassen will, dann gehe ich an Vollmondnächten auf Hechtangeln. Es weiß keiner genau, woran es liegt. Ich weiß das selber nicht. Aber die Chance, einen richtigen Dicken zu fangen, speziell auch an deutschen Baggerseen, sind Vollmondnächte. Man kann da jetzt drüber philosophieren, wie man will. Es gibt Leute, die können bei Vollmond überhaupt nicht schlafen. Ich gehöre auch dazu. Und ich weiß nicht, ob es ähnlich bei den Fischen auch ist, ob es da bei den Fischen ein paar gibt, die dann bei Vollmond extrem aktiv werden. Ja? Das Phänomen gibt es auf der ganzen Welt, das mit Gezeitenwechsel und etc. pp. Und oh, da ist ein Dicker gerade gesprungen. Kann auch ein Karpfen gewesen sein, vermute ich jetzt mal. Na, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept. Ein Klatscher und alles ist vorbei. Nein, Spaß beiseite. Es weiß keiner, warum es so ist, aber ich vermute mal ganz stark, dass es bei den dicken Hechten auch wirklich welche gibt, die speziell bei Vollmond sehr aktiv werden. Zeitgleich liegt es bestimmt auch daran, dass es einfach nachts heller ist und der Hecht ist einfach ein Sichtjäger, ja? Meinen die meisten. Ich sage auch ganz klar, er ist auch ein Geruchsjäger, weil beim Dunkeln sieht er nicht viel. Da geht er wirklich einfach nur nach der Nase oder nach dem Seitenlinienorgan, nach der Bewegung. Es ist festzustellen, über die letzten Jahre wirklich, wenn ich bei Vollmond mit einem richtig stinkigen Köder angel, dass ich wirklich definitiv auf der Route mehr Bisse bekomme als auf die andere. Es gibt aber allerdings auch Vollmondnächte, da passiert überhaupt rein gar nichts. Und ich fange in einer stinknormalen Nacht auf einmal 3, 4, 5 Fische hintereinander. Das muss man einfach ausprobieren. Aber generell bin ich eigentlich immer bei Vollmond draußen. Weil das hat sich wirklich rauskristallisiert, wenn ich dicke Fische fangen will und die Route läuft bei Vollmond ab, ist zu 80% 1,10 Meter plus. Das ist einfach so. Und speziell auch an deutschen Baggerseen ist das ganz extrem krass. Es mag auch daran liegen, dass deutsche Baggerseen extrem unter Beschuss stehen. Ja, die Kunstköderangler geben sich teilweise die Klinke in die Hand. Und da ist das Nachtangeln sowieso meistens, Ausnahmen bestätigen die Regel, meistens erfolgreicher als tagsüber. Und die dicken Fische wirklich an stark frequentierten, auch uralten Seen, die wirklich schon 30, 40 Jahre befeuert werden, kommen immer nachts raus. Meistens oder auch oft bei den Karpfenanglern, wo die dann auf die Boilies drauf knallen. Viele sagen mal, sie knallen auf die Boilies drauf. Ich sage, da nagt ein Rotauge am Boilie, der Hecht dübelt drauf und kriegt den Boilie mit rein. Aber wenn man mal so guckt, sind das auch meistens immer Vollmondnächte. Und ich habe mir jetzt hier speziell die Vollmondnacht bzw. Vollmondphase rausgesucht. Das sind immer so 3, 4 Tage. Es muss nicht jede Nacht laufen, aber eine Nacht davon läuft meistens immer. Und wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Ich glaube, wir haben mittlerweile, glaube ich, so 3 Uhr. Wie gesagt, ich kann nicht schlafen. Ich habe jetzt einfach mal Spaß den Vlog gemacht. Der gute Jelle von Prebaits NL, der schläft den Schlaf der toten Holländer. Zum Glück schnarcht er nicht, aber wir schauen einfach mal, was da so kommt. Und ja, es kann auch gut sein, dass die Hechte bei Vollmond, da es ein bisschen heller ist, einfach die Silhouetten der Beutefische, die ein bisschen höher stehen oder Mittelwasserpause machen, dass sie die von unten einfach besser sehen. Obwohl ich die Fische ja eigentlich auf Grund fange. Und deswegen sage ich ja auch immer, bei deutschen Baggerseen zum Beispiel, fischt mit der U-Posen-Montage.
hängt den Köderfisch bei Vollmond in deutschen Baggerseen 1 bis 2 Meter über den Boden und dann müsst ihr einfach nur warten und ein bisschen Glück haben. Es muss nicht jede Vollmondnacht knallen, aber es ist einfach so, dass bei Vollmond, wenn da die Rute abgeht, zu 80% ein Ausnahmefisch dranhängt. Und an manchen Gewässern ist auch 1 Meter oder 1,5 Meter ein Ausnahmefisch, je nachdem wie stark der beangelt wird und je nachdem wie gut der Bestand ist. Ja, das muss man einfach ausprobieren. Wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube 2 Jahre ist es jetzt her, ja, der gute André hat sich den Rat zu Herzen genommen und hat da so ein Ding über 1,30 Meter rausgepölt. Absolut krasser Fisch. Und bin ich auch immer noch stolz auf André, dass der das durchgehalten hat. Wenn ich überlege, dass der 16 Nächte teilweise da gesessen hat, ohne nur einen Zupfer, da hätte manch anderer schon längst eingepackt. Oder jetzt hier vor glaube ich 2 Wochen oder so, Sven auch wirklich noch die letzten Vollmondnächte genutzt. Und man hat dann auch noch so ein riesen Biest über dem Kraut weggezuppelt. Das sind einfach Fische, ja, da geht einem das Herz auf und dafür machen wir ja diesen Scheiß auf Deutsch gesagt, ja. Wir leben dafür und ohne Werbung, ohne Sponsoren, so muss es sein und einfach aus Spaß am Angeln und aus Leidenschaft, ja. Ich könnte euch natürlich jetzt hier auch mit Werbung zu bombardieren, aber wer braucht sowas? Wer braucht sowas? Kein Mensch. Was ich euch jetzt heute auch noch zeigen wollte, ist zum Beispiel dieses geile Licht, was ich jetzt neu habe. Vielleicht kennt es ein paar schon, vielleicht auch nicht. Ich habe mir jetzt hier das Rich Monkey Beavy Light dazu geholt. Und ich finde das mega geil, weil erstmal ist es extrem hell. Der Akku hält 4 Stunden auf volle Pulle. Und mehr braucht man einfach nicht. Da gibt es eine geile Fernbedienung hierbei. Die packe ich mir hier in meine Brusttasche vom Hoodie rein. Wenn ich einen Biss habe, drücke ich drauf. Bumm, ist das Licht an. Total geil. Gerade im Spätherbst, wenn die Mücken noch echt aktiv sind, dann drücke ich einfach auf den Knopf und dann habe ich Rotlicht. Das Ganze kann ich auch noch dimmen. Ich drücke jetzt mal drauf. Ja, da wird schon weniger. Machen wir es mal wieder hell. Also. Ja, und bei Rotlicht kriegt man auch keine Viecher in der Bude. Sieht auch nicht jeder am Ufer. Dann kann ich wieder umschalten auf weiß. Und was ich jetzt persönlich am geilsten finde, wie so ein kleinen Gefechtsstand, ist das Grüne. Mega. Ja, kann man auch wieder runterdimmen. Aber selbst komplett runtergedimmt ist es noch völlig ausreichend. Und das finde ich einfach beim Nachtangeln auch entspannter, als wenn ich ständig die Kopflampe suchen muss, wo habe ich das Scheißding hingelegt. Da kann ich euch auch Lieder von singen, dass nachts der Biss kam und ich habe die scheiß Kopflampe nicht gefunden. Dann habe ich sie entweder hier an der Liege über das Verstellrad gehangen oder ich habe sie hier oben am Brolli zwischen so eine Strebe geklemmt. Und da verliert ihr einfach Sekunden ohne Ende. Und gerade nachts packen die meistens nicht wirklich vorsichtig, sondern dübeln da voll drauf. Und dann geht der Spaß schon los und da zählt wirklich jede Sekunde, dass er den Haken nicht zu tief drin hat. Ja, wie gesagt, die Blogs sind immer live, die Routen sind scharf. Ich hoffe und bete, ich kann euch heute noch einen präsentieren. Es ist zum Beispiel an dem Gewässer, wo ich jetzt bin, immer ganz spezifisch. Es gibt Beißzeiten, da muss ich die Rute drin haben und es gibt Zeiten, da kann ich die Ruten auch rausholen und die überwiegen eigentlich. Ja. Die Beißzeiten jetzt bei mir am Gewässer sind zum Beispiel 8 Uhr, 23 Uhr und 1 Uhr. Da kann ich wirklich teilweise neben den Ruten sitzen und kann sagen, das Ding geht gleich los und wenn es 15 Minuten vorbei sind und die ist nicht abgelaufen, dann kommt da auch nichts mehr. An deutschen Baggerseen hat sich das noch nicht so rauskristallisiert. Da kommen die teilweise auch wirklich um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr mitten in der Nacht und das muss man einfach ausprobieren. Ja, so viel erstmal zum Nachtangeln. Muss ich auch noch hinzufügen, beim Nachtangeln speziell
verwende ich jetzt keine zwei Haken mehr, beziehungsweise zwei Drillinge oder Einzelhaken und Drilling, weil das einfach zu lange dauert. Beim Nachtangeln habe ich ein Drilling in der Schwanzwurzel und der Fisch hat einfach mehr Zeit, den Köder zu nehmen und auch nicht so tief zu schlucken, beziehungsweise den Haken nicht so tief reinzukriegen, weil ich brauche schon ein bisschen, um aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden, den Schlafsack aufzureißen, in die Stiefel reinzuspringen, zur Rute zu laufen, und wenn die richtig Schmacht haben und richtig bissig sind, ist das Ding schon längst über den Jordan. Das ist einfach so. Und deswegen arbeite ich halt speziell beim Nachtangeln mittlerweile nur noch mit einem Drilling in der Schwanzwurzel und habe die Fische da meistens auch im ersten Drittel, bis ich es an die Rute geschafft habe. Ja, das ist ganz wichtig. Was man auch machen kann, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt die Erfahrung nicht hat, wie lange man wartet etc. pp., mit zwei Drillingen fischen. Dann ziehe ich mir zum Beispiel, so habe ich es früher gemacht, oder wenn man gar nicht einkalkulieren kann, weil jeder Hecht anders beißt, der eine Dübel drauf, der andere beißt vorsichtig, dann ziehe ich mir ungefähr 15 Meter Schnur von der Rolle runter, klippe die Schnur in diesen Schnurclip an der Rolle dran, spule wieder auf, mache den Bügel auf, hänge den Zwinger ein, der Hecht beißt, der kann erst abziehen und rennt dann bumm und hakt sich selber oder auch nicht. Aber das ist mir lieber, als wenn ich einen Fisch habe, der den Haken ja, bis zum St. Nimmerleinstag hinten drin hat. Ja, das war es jetzt erstmal sozusagen zum Nachtangeln. ja, wir schauen jetzt mal, ob ich da noch einen an Haken kriege. Garantieren kann ich es nicht, aber so ist Fischen. Ja, man soll es nicht glauben, aber ich habe noch einen erwischt. Wir haben jetzt kurz nach 5. Es ist arschkalt. Ich meine, das ist nachts schon echt eine Plackerei, aus diesem warmen Schlafsack rauszukommen. Dann zu drillen, ohne eine warme Jacke an, weil es muss ja schnell gehen. Aber so ein Fisch entschädigt wieder mal alles. Und der ist jetzt auch schon mal richtig, richtig gut im Futter. Der wiegt auch gute 11 Kilo. Guckt euch diesen Fisch an. Ist das geil oder was? Hat sich schön die halbe Makrele weggeschlürft. Ist der schön. Ich sag's ja immer, Deadbaiten ist das Geilste. Einfach nur geil. Was ein makelloser Fisch. Wie fix und foxy. Gekämpft wie ein Bulle. Und deshalb geht sie jetzt zurück ins Wasser. Mua.